herzlich willkommen, ich bin's wieder, der LS-Landwirt, und heute habe ich wieder einen neuen Mod. Ich habe schon den Dominator 86 vorgestellt, super Crasher, könnt ihr auch mal anschauen. Und der ist in der Playlist Mod-Vorstellung natürlich wie immer drin. Und heute habe ich den McCormick D430 Mod für den LS15 natürlich. Also was heißt natürlich? Für den LS15 halt, ne? So, er wurde von LS13 auf LS15 umgewandelt, und zwar gehörte ihm vorher Answer Mail, aber der liebe Pegas, der den Mod zum LS15 konvertiert hat, schrieb in seiner Beschreibung hier, dass die Freigabe vorliegt. So, was ist der Unterschied von LS13 zu LS15? Er hat keinen Frontlader mehr. Können wir mal auf den Bildern schauen. Pegas hat aber gesagt, er wird ihn noch bringen, er wird noch kommen. Hoppala, jetzt bin ich auf sein Profil gegangen. Auf jeden Fall, der Frontlader wird noch kommen, und zwar separat ankuppelbar. Ach, genau. Er wünscht uns halt viel Spaß, ist ja logisch. So, und dann schrieb einmal der Joni oder Joni I 0707, dass er zu 90% Multiplayer spielt und der Mod nicht Multiplayer verfügbar ist, also nicht Multiplayer fähig. Jedoch dachte sich der Pegas, das ändere ich, und hat ihn Multiplayer tauglich gemacht in der Version 1.1. Die habe ich mir jetzt auch mal gezogen, und wir werden sie miteinander begutachten. Ganz nebenbei noch erwähnt, wie gesagt, er ist jetzt Multiplayer fähig, umgewandelt von Pegas, kostet 2200 LS-Dollar, und das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Version 1.1 jetzt, und ja, er ist 7,6 MB groß, das ist weniger als die Hälfte des Mähdreschers, so ganz nebenbei, und bis gleich. So, und jetzt bin ich auch schon beim Shop angekommen. Gehen wir nochmal raus, gehen wir nochmal rein, für alle Noobs, die es nicht wissen, rüber zu Mods, Traktoren, McCormick. 2200 LS-Dollar, wie schon in der Mod-Taste-Beschreibung gesagt, 40 Euro am Tag, Unterhaltskosten 30 PS, das sind 22 kW. Kaufen wir ihn mal auf unserem schön gecheateten Hof. Übrigens, falls jetzt welche zuschauen, die den Glass Dominator auch gesehen haben, nochmal kurz erwähnt. Der kostet 180 Euro am Tag und sonst keine Unterhaltskosten. Weil ich das jetzt erst gemerkt habe, dass ich das vergaß. Bevor wir uns jetzt hier ewig durchskippen, machen wir es natürlich einfach, indem ich sage, bis gleich. So, jetzt habe ich ihn hier auch mal platziert. Ich muss zuerst sagen, die Texturen sind so geil, ey. Und jetzt mal ganz ernsthaft, wenn die Texturen im LS13 auch schon so gut waren, ey, dann war das ja ein Hammer-Textur-Mod. Egal, das war jetzt wieder nix Deutsch. Hier Öl, Filter, alles kann man lesen, man merkt einfach, der hat mal an einem realen Vorbild gesessen, der Modder. Denn der hat alles einwandfrei nachgebaut, hier die Schrauben. Klar, alles rot, aber so sind sie halt auch. Hier, so viele Schrauben, Alter. Hat die alle nachgemodelliert hier, ne? Nachgemodelliert, wieder nichts Deutsch. Aber macht nichts. Hier die Reifen, super, super, super schön. Hier, Farmer McCormick International. Ich glaube, dass McCormick so ganz nebenbei eine Abstammung von Cases, genau. International Harvester IH gehört zu Case momentan. So, hier auch mit deutschen MED-Kennzeichen. Was ich hier aber gerade sehe, ich glaube, das ist der Bär von Berlin. Aber MED als Kennzeichen, egal. Ja. Jetzt schaue ich nochmal kurz, wie viel PS der hat. Habe ich leider vergessen. Ja, genau. 30 PS, ja. Der Modder hat gesagt, dass verschiedene Sachen hier ein- und ausgehen kostet.
Genau, der Mutter hat gesagt, da sind einige aus Teile ausblendbar, wie das Aus- und Einblendbar, wie das Dach und einzelne kleine Sachen. Nur frage ich mich, wie, denn ich habe hier keine Tastenkombis und in der Beschreibung steht auch nichts davon. Und auf der Mod aus der Beschreibung stehen auch keine. Da frage ich mich doch, hoppala, da frage ich mich doch, schauen wir nicht doch mal schnell in die Einstellungen beziehungsweise zur Steuerung. Und da bin ich auch schon. So, Menü links, rechts, links, links, rechts, oben, unten. Ich guck mal kurz durch. Cosplay. Cosplay, oder wie der heißt. Da wir sehen, dass wir nichts sehen, gehe ich doch nochmal ins Spiel. Denn das möchte ich jetzt wissen. Wie dies geht so wieder der Schm falsche Map. Falsche Map, falsche Map, falsche Map, scheiße. Oh, das ist jetzt mal richtig hier. Lad mal schneller, Alter. Ich krieg jetzt schon wieder. Naja. Übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, der Mod enthält keinen Fehler, finde ich super. Gefällt mir auch sehr gut. Auf jeden Fall empfehlenswert. So, da ich doof bin. Ja, ich hab's gewusst, Alter, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Kaum sage ich, dass ich doof bin, also die Wahrheit. Mit Numpad 7 lässt sich der überall irgendwie ausfahren oder anbauen, genau. Super gemacht, super gemacht. Mit Numpad 8 lässt sich der Dachdruck schrauben. Lässt sich das auch schließen? Nee, ist aber egal. Mit Numpad 9 die Gitterbereifung. Ich glaube, damit man mehr Halt bei wässrigem Boden hat, wie zum Beispiel Reisfeldern, denke ich mir. Aber es sieht super aus. Super, super. Ah, das sollte man nicht machen. So. Das ist aber richtig nice, ey. Richtig nice, ey. Boah, cool. Gefällt mir. Bleibt auch auf dem Hof. Auch wenn es hier nicht so genau passt, aber scheiß drauf, Alter. Scheiß drauf. Also hier unten, Mann. Das ist doch egal, Alter. Dann noch Multiplayer-Fähig. Ist doch egal, ob sich die Karten da bewegen oder nicht. Also mir gefällt der auf jeden Fall. Bauen wir aber das mal ab hier. Gut. So, bitte. Hallo? Alter, wie das hier da hängt, nur weil ich die Lichter anschalte. Und mit F einmal drücken. Vorne, super schöne Lichter, Alter. Der ist gefällt mir richtig. Und mit zweimal F drücken. Auch hinten das Arbeitslicht und dann ist wieder aus. Mit Numpad 6 kann man hinten zuschalten. Genau. Dann noch Numpad 2 ist im Warnblinker. Super, super, super schön. Numpad 3 rechts und links. Ganz Standard. Rundumleuchte haben wir hier natürlich nicht, wie ihr seht. Ist aber auch egal. Hey, der kann durchaus Schutzblech greifen. Bei alles. Ja, toller Motorsound. Testen wir mal die Geschwindigkeit hier. Highspeed. Highspeed 26. Das heißt, er passt perfekt von der Geschwindigkeit zum Drescher. Da kann ich ja mal ein Let's Play machen mit dem Drescher und dem McCormick. Ey, der gefällt mir auch. Ey, die passen doch super. Ja. Wie gesagt, ich bin begeistert davon. Ey, so ein Overkill-Feature. Falls du noch Bock hast, eine weitere Version zu machen und dich nochmal hinzusetzen, neben dem Frontlader, zum Beispiel die Motorhaube öffnebar, öffnebar war jetzt wieder Mann. Super Deutsch, ne? Diesel übrigens, nicht Benzin. Ja, was soll man sagen? Ich könnte mal was.
so und übersehen, dass die 10 Minuten vorbei sind. Und ich wollte sagen, wir können ja mal ausprobieren, ob die Ackerschiene oder wie man das auf Hochdeutsch sagen soll, keine Ahnung, ja, funktioniert. Und was soll ich sagen? Sie funktioniert und der Ton ist so geil. Müsst ihr euch mal anhören, ey, der ist richtig nice, finde ich den. Richtig nice. Natürlich auch drauf runterlassen. Man spürt auch, dass der leicht, vorne schön leicht wird, also ist es realistisch, finde ich. Oh. Ja. Natürlich wieder auch vorne in die Höhe mit dem Gewicht. Ich finde das so. Fährt sich auch total realistisch. Oh, total realistisch. Ich meine, ich bin ja. Ich, jetzt muss ich ernsthaft sagen, ich bin noch kein Rekord mitgefahren. Ey, und hier vorne, habt ihr es gesehen? Da war ein Blinker, blinken die Blinker. Scheiß guter Superdeutsch. Ey, und das ist wie in echt. Ich kann es bezeugen. Bei unserem Traktor ist das auch so in Realität. Dass wenn man das Licht anschaltet, dass hier vorne die rote Lampe leuchtet. Seht ihr die? Seht ihr die? Jetzt sieht es besser, oder? Genau. Und wenn das Rücklicht noch an ist, oder Arbeitsscheinwerfer, dann leuchtet es stärker. Das stimmt. Voll realistisch, ey. Voll realistisch. Und der Auspuff ist übrigens unten für alle, die den Auspuff suchen. Warum sollte man einen Auspuff suchen? Egal. Oh mein Gott, ich geb dem Ding gleich einen Kopfschuss, egal. So, was will ich noch ausprobieren? Ah, genau. Die Ding, ne? Genau, da geht auch eine schwarze. Alter, wie heißt das? Wieder voll Blackout hier. Wie heißt denn das? Egal, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es auch wieder wisst. Auf jeden Fall geht dann das Schwarze etwas ab. Egal. Nochmal Supermod, er zeichnet sich durch mega fette Textur aus. Und einfach nur, ja, pure Schönheit. Und noch dazu Multiplayer-Check, endlich. Und ich freue mich schon auf den Frontlader. Ja, was kann man da noch verbessern bei so einer Mod? Ich weiß es oft gar nicht. Ja, jetzt werde ich noch das Video schneiden und dann noch das Thumbnail machen und dann geht's ab hier an. Mache ich erst morgen wieder Mod-Verstellung, wahrscheinlich vielleicht noch eine dritte. Ich habe schon einen dritten Mod vorbereitet. Der wird vielleicht heute noch kommen, vielleicht heute Abend, heute Nacht. Mal gucken, wie es mir so ausgeht. Insofern vielen Dank für den Mod. Vielen Dank an. Nee, nicht blamieren. Jetzt schon wieder blamiert hier. An Pegas und an. Also an Pegas fürs Umwandeln und an. An Somail oder an Sornale oder an Somale fürs Erstellen wahrscheinlich. Ja, genau. Dann sage ich bis zum nächsten. Haut rein, Leute. Danke fürs Einschalten. Lok ist leer. Was will man mehr? Und ciao.